Miau und herzlich willkommen zurück. Wir stehen hier vor der großen Halle. Ich bin gespannt. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Sieh da, Thema. Geil! Adria! Du siehst cool aus. Ich will mich ja immer umsehen. Ja, Adria, du siehst cool aus. Guckt sie euch genau an. Ich werde nochmal in die Richtung laufen, damit man sie vielleicht nochmal besser sieht. Sie läuft nur auf diesen Dingern. Das ist noch nicht so weit. Die erinnert mich an die Dingens. An die Spinne aus dem anderen Dingens. Weißt du, was ich meine? Hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid diejenige, die ihn befreit hat. Nein. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Ihr hingegen nicht. Ich will noch mal gucken, ob es hier vielleicht noch mehr gibt, was man sehen kann. Ihr habt es nicht einmal vermutet. Ach, Adria. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Ja, das ist wohl wahr. Das ist gut möglich. Oh. Adria hatte ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns beschworen, bevor ich sie je unterbrach. Sie war auf der Suche nach Maltael. Also muss er dort sein. Hm. Krass. Es geht echt noch weiter. Wir können nichts zu seiner Person fragen. Okay. Kommen wir hier irgendwo raus, oder? Nee, wir müssen uns wahrscheinlich wieder teleportieren. Mit T. Ich kehre in die Stadt zurück. Wie Totenbeschwörerin Teleport. Bei B ist es Barbaren Teleport. Ach, da hinten. Wir werden jetzt erstmal hier. Wir haben ja nicht wirklich coole Sachen bekommen. Also da habe ich. Oh, warte mal, der Ring unten, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, nö. Also da habe ich jetzt mit mehr gerechnet. Da habe ich ja in der ganzen Zeit, wo wir gedudelt sind, mehr bekommen. Das ist natürlich richtig cool mit dieser Beutetruhe. Na, mal schauen, was die uns zu sagen haben. Ach ja, das Ding ist ja auch noch da. Maltael scheint sich in den Ebenen des Wahnsinns aufzuhalten. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Was bedeutet das für uns? Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Das Tor des Wahnsinns? Der Wahnsinn! Los, rein da! Was passiert hier? Oh. Das kennen wir doch schon. Zerstört das Tor! Maidlamiel. Maidlamiel. Mäuschen. Das ist noch nicht so weit. Hör mal auf und erzähl mir, was hier los ist. Ich benötige Essenz. Hallo.
Mäuschen. Verbotene Stiefel. Verboten gut oder verboten schlecht? Das ist hier die Frage, Herr Balken, der Zerstörung. Hey, Miss, Herr Balken. Meine Güte. Ist uns anzugreifen? Was? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Imperius! Das ist einer der verbotenen Flüche. Verboten gut, wie ich sehe. Eigentlich finde ich die, die wir anhaben, schick. Haben wir uns die schon mal näher angeguckt? Angezogen sehen die gar nicht mehr so schön aus. Aber wenigstens nicht so hochhackig wie eine gewissen Dämonenjägerin. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Okay. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank. Und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Oh. Nicht so schnell. Lass ihn ganz in Ruhe vorlaufen. Wow. Maltael denkt, dass er das Unausweichliche hinauszögern kann. Aber er unterschätzt meine Beharrlichkeit. Ich werde die uralten Schlachtfelder überqueren, auf denen Engel und Dämonen sich zahllose Schlachten geliefert haben und zu den Toren der Festung des Wahnsinns reisen. Dieser Engel hat das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod gestört. Es ist meine Aufgabe, ihn dafür zurechtzuweisen. Wow. Das mit den Kugeln habe ich jetzt übrigens mittlerweile verstanden. Das ist dieser Ring. Hier der. Warum sollte Imperius wollen, dass ihr ihm folgt? Mir schwant Böses. Wegen den Imperius-Fluten. Wir können ihn aufhalten. Das ist einer der verbotenen Flüche. Und das hier sieht mega cool aus. Das ist die Stadt der Engel? Ohne bunte Bäumchen und so? Ich glaube, das ist die Stadt der Engel, oder? Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Okay, Meister. Machen wir. Moment, jetzt muss ich aber einmal hier... Wo halten wir uns im Moment auf? Ach, egal. Das wird nicht. Gibt es zwei Kapitel? Zwei neue Kapitel werden das nicht besser finden. Ich muss mich nicht gedulden. Ach, meine Güte. Lass uns keine Zeit verlieren. Oh, okay, Meister. Krass. Das ist noch nicht so weit. Hat er gut gemacht. Das würde ich auch gern können. Deswegen ist es einer der verbotenen Flüche. Er ist einfach zu gut, ja. Und er ist zu, Feuerschwinge. Die heißen einfach nur Schwinge, nicht Drache. Verbannter Feuerdrache. Die sehen auch aus wie Drachen. Ja. Ich mag die Dunkelheit, aber das kann ich obwohl nicht im Dunkeln lässt es sich nicht gut drehen. Ist es hier jetzt überhaupt hell genug? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Ich muss mich noch gedulden. Kriegsgezeichneter Verwüster. Acht das Minuten. Ist noch nicht so weit. Wenn ihr bestehen wollt, müsst ihr euch mehr anstrengen. Was? Aber ich nicht streng tun. Mich doch schon an. No.
Die hätte ich auch allein geschafft. Gut, das hat länger gedauert. Weil du hilfst mir ja freiwillig. Du könntest ja auch einfach zusehen, dass ich kurz vorm Sterben bin und mir dann helfen. Irgendwie so. Das ist unmöglich. Also mit dem Namen bin ich nicht einverstanden. Für mich sind das leise Drachen. Und das hier ist nicht Belphegor, sondern... Sorry. Sondern der Feuerdrache. Das kann ich nicht tun. Das ist eine Belagerungsruhe. Nehmt sie an euch. Wo? Ach, egal. Ich glaube, das ist besser. Das war auch besser, aber es hat weniger Erfahrung. Ich will ja die Erfahrung. Sieht man das Amulett überhaupt? Nee. Schade eigentlich. Hier muss jetzt so ein kleines Amulett hängen. Vielleicht, wenn wir die Rüstung ausziehen. Moment. Ich prüfe. Ist das das? Nee, wir sehen das Amulett gar nicht erst. Da müssen wir den Helm auch noch abnehmen. Nee, ich glaube, wir können alles ausziehen, wie wir wollen. Das wird nicht schnell wieder anziehen, bevor die friert. Tja. Ich finde die Klamotten leider nicht so schick, aber wir könnten theoretisch mal eine neue Hose... Das nächste Mal, wenn wir in die Stadt gehen, machen wir eine neue Hose und ein neues Oberteil. Was haltet ihr davon? Mit Erfahrungspunkten. Sonst lohnt sich das alles gar nicht. Jetzt lohnt es sich auch noch nicht, in die Stadt zu gehen. Also, oh, es schneit. Ich mag Schnee. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Mhm. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Mhm. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden. Zusammengefercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geh zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also, ich habe schon mit einem kleinen Dankeschön gerechnet. Sowas wie, hey, cool, dass du meinem Bruder, mein Freund oder was auch immer geholfen hast. Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Hier, nimm diese legendären Gegenstände und freu dich. Wie gemein! Schlachtfeld der Ewigkeit. Bin mal gespannt auf die Dämonen, die sie trugen. Ist das die Engelstadt nur in der Hölle? Das kann ich nicht tun. Da haben sie aber Ideen recycelt, will ich meinen. Wer ist das? Stachelkrake. Das wird nicht. Ja, das ist ein cooler Name. Auch wenn er nicht, ich finde, die Namen in diesen momentan neuen Dingens sind ziemlich normal. Ich vermute, dass die Stachelkrake zum Teil dämonischen Ursprungs ist, da ihre Erscheinung viel zu unheimlich ist, um in der Natur vorzukommen. Sie scheidet ein giftiges Toxin aus, das den Höllen würdig wäre, und ernährt sich meines Wissens nach nur von ihren Artverwandten sowie toten Dämonen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie niemals auf einen Menschen stößt. Verfault und verrottet. Unmöglich. Das ist unmöglich. Die kennen wir ja schon.
Wir werden uns hier auch wieder alles anschauen, auch wenn ich glaube, dass wir das meiste schon kennen. Zum Beispiel diese Truhen kommen mir ziemlich bekannt vor. Es braucht noch etwas Zeit. Schwäche überkommt euch. Das ist noch nicht so weit. Es braucht noch etwas Zeit. So. Ich verstehe, warum Maltael von diesem Ort angezogen ist. Die Ebenen des Wahnsinns sind das Alpha und das Omega des ewigen Konflikts. Sie liegen im Zentrum aller Dinge und verbinden das Reich der Himmel mit dem der Höllen. Vor langer Zeit, als die Engel noch jung waren, das ist unmöglich. Der Aspekt der Weisheit hier das Auge von Anu. Er taufte es den Nächtenstein und die Himmel schworen, ihn zu beschützen. Aber sind Konflikte an sich nicht eigentlich was Gutes? Es braucht noch etwas Zeit. Ich meine, man kann sich ja nicht immer nur verstehen. Man muss ja auch manchmal ein bisschen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie Teil des Lebens. Dimensionenwandler. Wow. Jetzt war ich aber wirklich erschrocken, so ein bisschen. Cool. Der ist mega gut designt. Dimensionswandler ist ein guter Name. Ich muss mich noch gedulden. Er durchstreift die Grenzen der Ebenen des Wahnsinns. Ein schwerfälliger Koloss mit einem gähnenden Loch im Zentrum. Irgendwie schafft er es, seinen Körper zu verbergen und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen, die es durchschreiten, sind in einer weit entfernten Dimension gefangen. Ich muss mich noch gedulden. Das werden wir ja sehen. Wir werden jeden Dimensionswandler mitnehmen. Ganz klar. Das ist noch nicht so weit. Euer Grab ruft nach euch. Sie wurden vielleicht nie wieder gesehen, weil sie danach unglaublich reich waren. Das kann ich nicht tun. Haben sie es gehört? Haben sie es mitbekommen? Verfluchte Verführerin. Das ist unmöglich. Die nackten Weiber machen mir keine Angst. Können wir mehr von denen finden? Das war mir klar. Ist ja mal wieder typisch für dich. Warum finden wir die Verführerin? Ich muss mich noch gedulden. Schon bist du voll dabei. Ich werde noch mal in die andere Richtung gehen, denn ich will ja die ganze Höhle erforschen. Ich will ja nicht das Gold verschwenden. Ach du meine Güte, verschlungene Farbe. Wir werden die gleich töten, keine Sorge. Ich will nur was töten. Ach du meine Güte, alles klar. Wir werden hier eine Weile verbringen. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Nein. Sehr schön. Ach, da ist er. Wie heißt er? Margret. Das ist unmöglich. Kleiner Mistkerl. Das wird nichts. Fürchtet nicht das Ende. Egal. Ich wollte gerade wieder was dazu sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt schon oft genug was dazu gesagt.
Ich finde das mit dem Ring übrigens mega cool, dass sich die Teile diese Fähigkeiten quasi um unseren Körper sammeln, damit man immer genau weiß, was gerade eine Fähigkeit am meisten bringt. Das heißt, wenn man sich da wirklich drauf konzentrieren würde, dann wäre das sicherlich auch hilfreich. Das ist unmöglich. Richtig cooler Ring, den wir da gefunden haben, muss ich schon sagen. Dass ich den ausgerüstet habe, spricht für meinen guten Geschmack. Es braucht Finde noch ich. Etwas Zeit. Das ist nur mein Ding. Wenn jemand was gegen diesen Ring sagen möchte, dann kann er das gerne tun. hier, so. Schuft, ja, genau. Wir müssen bald wieder zurück in die Stadt. Das ist echt Wahnsinn. Euer Grab ruft nach euch. Sehr cool gemacht. Nein. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Stimmt nicht, stimmt nicht. Das wird nicht. Ich bin kein Teil des Kreislaufs, mein Teil des Viereckslaufs. Schwäche überkommt euch. Das kann ich nicht tun. Ich frage mich, worauf diese Höhle jetzt hinausläuft. Weil wirklich was gefunden haben wir hier jetzt noch nicht. Wenn das nämlich nur sowas ist, dann quasi Level-Chance, dann brauchen wir das nicht mitnehmen. Dann kann ich den nächsten groß überspringen. Ganz klar. Es sei denn, natürlich, wir finden jetzt legendäre Dinge, die ich zumindest legendär in dieser Fall. Einmalig, einzigartig, nie gesehen, nie da gewesen. Nur für mich bestimmt. Ja. Au. Wird Zeit für ein bisschen länger Pause. Ich finde die Kopfhörer schon ein bisschen weh. Kann ich nicht zum Schocken gehen. Zum Musik hören sind sie super. Ein paar Stunden allerdings nicht. Ich bin ja sowieso nicht. Früher habe ich echt gerne laute Musik gehört. In letzter Zeit ist es allerdings nicht mehr so. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat. Aber ich habe eigentlich noch nie wirklich in Räumen, wo ich Menschen stören könnte. Vielleicht als ich noch jünger war? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich bin da kein Fan von. Partys da gar nicht mehr mein Ding. Früher bin ich ja gerne mal auf die Party gegangen. Ich glaube, heute wäre ich von der Sorte, mein Gott, ist die Musik laut. Kann man nicht leiser drehen, man kann es den ganzen Tag halten. Das wird nichts. Seid ihr alle taub? Das ist momentan irgendwie mein Lieblingsspruch. Wenn jemand zu laut den Fernseher anhat, Musik hört zumindest in meinen Ohren zu laut, dann frage ich immer, bist du taub? Bist du schwer? Brauchst du das Empörer? Das kann ich nicht tun. Es ist natürlich cool, Harry Potter und Herr der Ringe ziemlich laut zu schauen. Allerdings nicht für Menschen in meinem Alter anscheinend. Das ist noch nicht so weit und verrottet. Was halt nicht möglich, aber das ist nicht schön. Das gefällt mir einfach nicht. Das wird nichts. So, hier kommen wir zurück. Das heißt, wir müssen jetzt noch hier hinten die Rundung einmal gehen. Und dann bin ich sehr enttäuscht, weil wir hier nichts gefunden haben. Zumindest nichts besonders Tolles, oder? Nee. Also werden wir diese Viecher wahrscheinlich überspringen.
Weil reich machen sie uns nie. Klüger bin ich jetzt dadurch auch nicht geworden. Das ist noch nicht halt, so weit. Wenn man leveln will, sind so Höhen, glaube ich, ziemlich gut. Das ist, glaube ich, weiß ich. Fürchtet nicht das Ende. Also ich bin früher gern in so Höhlen gegangen zum Leveln, aber das war es dann halt auch nicht. Ja, schnell laufen. So. Dann ist dieser Part nämlich auch bald schon wieder vorbei. Wow. Das ging ja jetzt länger, als ich dachte, muss ich ehrlich gestehen. Das wird nicht so. Ja, wir werden noch ein bisschen bis zum nächsten ich muss mich noch gedulden. Point erkunden. Und dann machen wir eine kleine Aufnahmepause und sehen uns danach wieder. Jetzt kann man da eigentlich reingehen. Bestimmt immer wieder. Aber ich glaube, da ist jetzt nichts mehr. Wenn ich da jetzt nochmal reingehe, dann das wäre ja Quatsch, wenn man das ständig leveln könnte. Ohne Unterlass. Wie gesagt, ich werde wieder alle Ebenen abgehen. Also alle Ebenen abgehen, ich meine hier alle Wege abgehen, damit wir hier nichts versäumen. Was eventuell doch sich lohnt, sag ich mal. Was sich eventuell doch lohnt, um es grammatisch besser auszudrücken. Furchtbar. Hier im, in dem Let's Play finde ich immer kaum Worte. Und wenn man mich privat kennt, dann bin ich eigentlich sehr gut im Finden von guten Worten. Von guten Worten, genau. Mhm. Ganz bestimmt. Meine Mama hat immer gesagt... Ja, dazu sage ich jetzt nichts. Ich muss mich noch gedulden. Manchmal habe ich Gedanken, die ich aussprechen möchte im Let's Play. Kann man sicherlich auch verstehen. Ja. Das war übrigens das erste das kann ich nicht Spiel, tun. Das ich von Blizzard gespielt habe. Glaube ich. Große Ankündigung und das wird nichts. Mein Meister wäre stolz. Wer ist denn dein Meister? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Du lass uns doch mal eine Runde schnacken, oder was? Meine Tasche ist voll. Okay. Ich muss zurückkehren. Meine Taschen sind voll. Wir müssen zurückkehren. Nein. Ach so, ja, nee, nein. Nein, sehe ich auch so. Ja. Auch wenn mir die schwarzen Handschuhe echt gefallen, aber da muss ich einfach mal sagen, da will ich vernünftig sein. So, haben wir doch coole Sachen gefunden. Aber ich glaube, das war nicht im Dings, sondern im Dings. Ja. Vergessene Seele. Eine Seele draus gemacht. Ist das das, was du gemeint hast? Das habe ich gerade erst gerafft. Davon haben wir jetzt schon zwei. Sehr cool. Können wir den weiter ausbilden? Nein. Rüstung, genau. Wir wollten ja mal hier, Brustschutz war das, ne? Seltener Brustschutz. Vielleicht gucken wir auch noch mal. Ach nee, Kopf haben wir. Ja, wir schauen noch mal. Kopfschutz. Machen wir erst, wenn wir... Ja, das machen wir erst dann. Aber jetzt noch mal hier zur Brust. Ach, die sind alle so blau.
Was ist denn dann hier? Ach, die sind wieder schwarz. Ja, dann warten wir bis Stufe 70. Dann lohnt sich das ja gar nicht. Ja, genau, nicht Stiefel, sondern dieses Hosengedöns. Beinschutz, oder? Ja. Ja, die sind alle blau auf dem Level. Schade. Ja, dann warten wir bis Stufe 70, ganz klar. Denn den Rest finde ich leider nicht schön. Es ist nicht schick genug für meine Bedürfnisse. Reicht es nicht. Hey, greif mich nicht so an. Das habe ich dir nicht erlaubt. Dass sie sich auch einbilden. Unmöglich, diese Viecher. Unmöglich. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Video die Woche bringe, solange wie der Umzug dauert zumindest. Weil wir dürfen schon mal ein paar Sachen in ein paar Sachen in die Behausung bringen. Ich habe zum Glück fleißige Helfer. Deswegen sage ich wir. Allerdings, ja, wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich eine Folge die Woche hochbringe. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, aber mach ich nicht. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass ich über so etwas schon nachgedacht habe. Weil ich gemerkt habe, dass mit dem Kopf produzieren ist gar nicht mal so schlecht, wie ich mir das dachte. Zwei Folgen die Woche an Let's Plays ist nicht viel. Das ist, okay, jetzt schlägt mich bestimmt gleich irgendein Let's Player oder so. Es ist schon viel, wenn man nebenbei jetzt noch was machen muss und so, aber also, wenn... Ihr seid Anbeginn der Zeit. Ich kämpfe immer mit der Absicht zu gewinnen. Ein ewiger Kampf scheint mir ziemlich sinnlos. Ewige Konflikte sind die einzigen, die es wert sind, ausgetragen zu werden. Vom Aufwand, was andere betreiben, zum Beispiel so Comedy-Kanäle, wie ich sie manchmal anspreche. Ich denke, Worldwide Wohnzimmer hat wesentlich mehr Aufwand als ich beim Schneiden der Videos, genauso wie... Evalem, wir haben etwas Brauchbares gefunden. Genauso wie diese ganzen Comedy-YouTuber, die machen auch viel, viel, viel mehr Arbeit damit. Ach du heiliges Kanonenfach. Ja, ich sehe, was du hier gefunden hast. Was soll ich damit? Soll ich das tragen? Klar, packe ich in meine Tasche. Habe Rucksack dabei. Zum kleinen Rucksack. Kennt ihr diese, diese Kümmeltier-Rucksäcke? Vor langer Zeit wurden mit dieser Waffe eine gewaltige Belagerungsbestie und ihr dämonischer Herr besiegt. Bis heute hat sie nichts von ihm. Oh, tut mir leid. Können wir das nochmal hören, bitte? Mephalem, kommt zu mir. Ich werde euch beschützen. Es braucht Tut mir noch leid. Etwas Zeit. Ich bin manchmal ein Dussel. Ich wollte nur meine Rüstung angucken, während der Schwarze. Ich habe vergessen. Kommt zu mir. Ich werde euch beschützen. Ah, du meine Güte. Das ist noch nicht so weit. Okay. Das muss überprüfen. Kommt zu mir. Ich werde euch beschützen. Wir werden mal besser in seiner Nähe bleiben, denn ich glaube, da bin ich so gut. Ich kann ihn mal unterdrücken, der Geist. Mephalem, kommt zu mir! Ich werde euch beschützen. Ich muss mich noch gedulden. Ich werde euch beschützen. Ach, meine Güte.
Wenn das rote voll ist, ist es abgeschlossen, oder? Da habe ich jetzt nicht ganz drauf geachtet. Werdet ihr in diesem ich muss mich noch gedulden. Gesellschaft leisten. Ich friere dich einfach ein. Es braucht noch etwas Zeit. Bedauernswerterweise hat Kurekas die Waffe manipuliert und sie ist für uns nicht mehr von Nutzen. Doch zumindest kann sie keinen weiteren Schaden anrichten. Das sagst du. Doch in meinen Händen wird sie sehr wohl Schaden anrichten können. Die große Waffe wurde als Reaktion auf Kurekas geschaffen. Einem Dämonenfürsten, der auf einer riesigen Belagerungsbestie ritt und die Festung des Wahnsinns angriff. Unter großen Mühen kanalisierten wir Unmengen an Energie in die Waffe und konnten so Kurekas und seine Bestie besiegen. Doch bei seinem Tod wurde der Dämon aus unerfindlichen Gründen in die Ich muss mich noch gedulden. Und greift uns seitdem unentwegt an. Ja, ja. Das wird nichts. Oh, Stachelkarte. Ist euer Tod nach Zeit. Ich muss mich noch gedulden. Das ist unmöglich. Mist, tief. So. Mir gingen gerade wieder tausend Gedanken durch den Kopf und keinen davon ausgesprochen. Das ist immer traurig. Oh, wir haben hier einen. Ich sollte besser zuerst nach den Belagerungsrunden suchen. Ich muss noch mal gucken. Ich muss unbedingt noch mal gucken, wie die heißen. Das nächste Mal, wenn wir so einen sehen. Okay. An dieser Stelle machen wir eine kurze Aufnahmepause, würde ich sagen. Ich glaube, das hat schon wieder mehr Zeit als gedacht eingeplant. Ich bin überrascht, wie lange das Spiel doch noch geht. Naja gut, ich werde jetzt die ganzen Sachen wieder einsortieren. Ihr wisst ja, wie das ist. Einschmelzen, Verwertungsgedöns. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.